Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast. Buddha Blog Podcast Folge 112. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Ein herzliches Willkommen bei Buddha Blog, deinem Podcast mit Werten und tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode, die Heuchler. Eine Laune der Natur. Dieses Unwetter ist ein Zeichen, eine Strafe Gottes. Alle sind im Aufbruch, was erwarten wir? Der Himmel hat gesprochen, die göttliche Macht war allgegenwärtig. Ist das so? Stirbt der Schmerz in uns, wenn wir laut schreien? Wisse die Wege. Der griechische Arzt Hippokrates von Kos sagte, das Leben ist eine Komödie für den Denkenden und eine Tragödie für die, welche fühlen. Zum selben Thema sagte der irische Schriftsteller Oscar Wilde, der einzige Unterschied zwischen einer Laune und der ewigen Liebe besteht darin, dass die Laune etwas länger dauert. Buddha sagte dazu, Verletzung lebender Wesen, Lüge und Verleumdung meidet und verabscheut der Gerechte. Er redet die Wahrheit und ist truglos gegen die Menschen. Worte redet er, die Eintracht stiften. Unsere Wünsche. Wir wünschen uns eine gute Zukunft, das neueste Telefon, ein schönes Leben, ein tolles Auto, eine glückliche Beziehung, Glück, Liebe, Kraft, Erfolg, Gesundheit, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, Zuversicht, Träume, Sonnenschein. Wir haben ja so viele Wünsche. Warum ist das Wünschen für uns so wichtig? Wenn wir wünschen, dann sind wir auch am Träumen. Wünsche und Träume gehen Hand in Hand. Nach Buddha sind aber nur die Menschen glücklich, die ohne Wünsche sind. Wenn Wünsche nämlich nicht erfüllt werden, sind wir schnell traurig. In jedem Wunsch ist also eine 50%ige Chance, nicht glücklich zu sein, enthalten. Dazu sagte die US-amerikanische Schriftstellerin Marion Zimmer Bradley, bedenke gut, was du dir wünschst, es könnte wahr werden. Der deutsche Schriftsteller Peter Bam sagte dazu, ein Wunsch kann durch nichts mehr verlieren, als dadurch, dass er in Erfüllung geht. Und der russische Schriftsteller Leo Tolstoi sagte, Langeweile ist der Wunsch nach Wünschen. Visionen. Hast du eine Vision? Wo stehst du auf lange Sicht? Gibt es etwas, für das du Feuer und Flamme bist, etwas, was dich antreibt und das deinem Leben einen Sinn gibt? Unter einer Vision versteht man eine Vorstellung eines bestimmten Zustands in der Zukunft, von lateinisch visio, Erscheinung oder Anblick. Meist handelt es sich bei einer Vision um einen Wunsch für die kommende Zeit, also ähnlich wie ein Ziel oder wenigstens eine Vorstellung davon. Diejenigen unter uns, die eine Vision haben, bei denen richten sich die Energien wie von selbst aus, nämlich auf das Erreichen des Ziels. Plötzlich liest man häufig über ein bestimmtes Thema, lernt diejenigen Menschen kennen, die ähnlich denken. Alleine durch die Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel, die Vision, ändert sich der Blickwinkel fundamental. Wenn du dir also zum Beispiel vorstellst, dass alle Menschen um dich herum dumm sind, dann wirst du auch vielen Dummen begegnen. Wenn du aber positiv über andere denkst, dann wirst du auch positive Begebenheiten erleben. Was dich umgibt, das wird dich prägen. Mit den Gedanken erschaffen wir unsere Welt. Also, hast du ein solches Ziel, eine Vision? In der zurzeit völlig gestörten Welt haben viele Menschen ihre Ziele aus den Augen verloren. Wie oft höre ich gerade Sätze wie etwa, das bringt ja eh nichts.
Menschen, die keine Ziele oder Visionen haben, die werden einfach getrieben, die haben keinen Grund, sich anzustrengen. Warum sich abmühen, wenn es sowieso nichts bringt? Das Unterbewusstsein arbeitet vor sich hin, die Handlungen folgen automatisch. Diejenigen, die eine Vision haben, für die eröffnen sich Chancen und Möglichkeiten, da sie begeistert von ihren eigenen Emotionen sich auf die Dinge werfen, die ihnen jetzt wichtig sind. Was möchtest du? Was interessiert dich? Wo liegen deine Stärken? Gibt es in deinem Leben den nötigen Raum, in dem Visionen einen Platz haben könnten? Eine Vision löst in uns immer weitere Resonanzen aus, eine Art von Echo. Es ist wirklich nicht nötig, ob die Vision klein oder groß ist. Es ist auch völlig egal, ob du die Welt retten willst oder einfach nur meditieren möchtest. Wichtig ist, dass du ein Ziel hast, deine Energien bündelst. Nach Buddha ist das Leben sowieso nur ein Traum, daher ist es nach dem Lehrer aller Lehrer auch nicht wichtig, was wir tun, da alles so kommt, wie es kommen muss. Wenn du also eine Vision hast, dann verfolge diese auch, egal wie unbedeutend sich ein Ziel am Anfang anhören mag, denn der Weg ist das Ziel. Der ehemalige Bundeskanzler Deutschlands Helmut Schmidt sagte einmal, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Dazu sagte der amerikanische Unternehmer Jeff Bezos, seien Sie eigensinnig, wenn es um die Visionen geht und flexibel, wenn es um die Details geht. Und der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King sagte, wir müssen mit aller Demut sprechen, die unserer begrenzten Vision angemessen ist, aber wir müssen reden. Hass und Güte. Eine buddhistische Geschichte über die innere Kraft. Es gibt in China die Geschichte über einen Mönch, der vor langer Zeit zusammen mit seinen Schülern eine Provinzstadt besuchte. Am Markt angekommen, sahen die Besucher die Vorbereitungen einer Hinrichtung. Ein Mörder sollte bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Der Scheiterhaufen war vorbereitet, der Delinquent wurde gerade gefesselt in einem Karren vorgefahren. Die Angst stand ihm im Gesicht. Soldaten standen bereit, um das Urteil zu vollstrecken. Eine große Menge hatte sich versammelt. Niemand wollte sich das Schauspiel entgehen lassen. Die Exekution wurde wie ein Volksfest gefeiert. Marktstände waren um den Richtplatz aufgebaut. Eine Verbrennung gibt es nicht alle Tage. Die Menge brachte sich mit Alkohol und derben Sprüchen in Stimmung. Auf einer Tribüne hatten sich die Honoratioren der Stadt gemütlich gemacht, wollten der Verbrennung zusehen. Da ging der Mönch nach vorne zur Tribüne und sprach den Bürgermeister an, Herr, ich habe den Mord begangen, der Mann auf dem Scheiterhaufen ist unschuldig. Die feinen Herren der besseren Gesellschaft wurden aufmerksam, man rief dem Henker zu, er solle warten, bis die Situation geklärt sei. Der Mönch beteuerte immer wieder, dass er das Verbrechen verübt habe, der andere Mann sei ohne Schuld, er wolle sich sofort an dessen Stelle verbrennen lassen. Die Schüler versuchten den Mönch von seinem Unterfangen abzubringen, doch der ließ sich nicht von seinem Plan abbringen. Schnell wurde der Mönch auf dem Scheiterhaufen festgebunden, der ursprünglich Verurteilte kam frei, er konnte sein Glück kaum fassen. Auf dem Richtplatz wurde die Stimmung immer aggressiver, die Menge wollte ihr Vergnügen. Plötzlich loderte das Feuer auf dem Scheiterhaufen, stand lichterloh in Flammen. Der Mönch stand oben auf dem Stapel, er hatte einen ruhigen und gefassten Blick. Die Menge fing an, sich zu langweilen, schließlich wollte man ein grausames Schicksal sehen, doch der Mönch schien von innen heraus zu strahlen. Das verbrannte Fleisch war zu riechen, der Mönch brannte lichterloh, doch er sagte bis zu seinem Ende keinen Ton. Als die Flammen kleiner wurden, zerstreute sich die Menge. Heute hatten sie keinen Spaß. Der Mönch hatte ihnen die Freude an der Grausamkeit verdorben. Der ursprünglich verurteilte Mann stand noch immer fassungslos daneben. Er wusste ja, wie sich die Geschichte wirklich zugetragen hatte. Nach einer Legende soll der Mann in ein entferntes Kloster gegangen sein, wo er ein geschätzter buddhistischer Meister wurde, denn er hatte hinter die Realität geblickt. Der Mönch hatte den grausamen Tod des Verurteilten auf sich genommen, der Menschenmenge dabei noch eine Lektion erteilt. Es geht die Geschichte, dass auf diesem Platz nie wieder eine Hinrichtung durchgeführt wurde.
Die Stadt und ihre Bewohner hatten an diesem Tag etwas gelernt. Der Mönch hatte unendliche Güte gezeigt, sein Vorbild hatten die Menschen zwar nicht verstanden, aber wie auch immer verinnerlicht. Zu einem ähnlichen Thema sagte der sowjetische Geheimdienstchef Baria: Ich bin unschuldig. Während der Hauptmann der Wehrmacht Berndes vor seiner Hinrichtung sagte: Ich sterbe, weil ich meine Heimat liebe. Marie Antoinette sagte als letzte Worte vor ihrer Hinrichtung: Mut habe ich so lange gezeigt, glaubt ihr, ich werde ihn verlieren, wenn mein Leiden ein Ende findet? Le Moral von Egmont, Ritter und Statthalter von Flandern und Artois, sagte als letzte Worte vor seiner Hinrichtung: Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Pierre Varignon, ein französischer Führer der Girondisten, sagte: Die Revolution, gleich Saturn, frisst ihre eigenen Kinder. Und Karl I. von England sagte bei seiner Hinrichtung: Ich bin der Märtyrer des Volkes. Die Heuchler, das gute Gewissen der Heuchler. Was sind doch alle gerade besorgt, entsetzt oder erschrocken? Solidarität wird eingefordert, aber schnell wird noch eine Kiste Bier gekauft und beim Essen so richtig zugeschlagen. Bewegung scheint für viele Deutsche sowieso ein Fremdwort zu sein. Die Ängste vor den Viren überschlugen sich, aber auf die allgemeine Gesundheit wird überhaupt nicht geachtet. Die anderen sollten bitte Rücksicht nehmen, man selbst frisst sich zu Tode. Was für eine Heuchelei. Auf der einen Seite überschlagen sich die Forderungen für die Volksgesundheit, auf der anderen werden wir Deutschen immer dicker. Wie passt das zusammen? Übergewicht ist ein Normalzustand geworden, geraucht und getrunken wird wie wohl noch nie zuvor, aber wegen einem kleinen Virus, ja, deswegen sorgt man sich jetzt sehr. Warum hat niemand Angst vor Diabetes, Bluthochdruck oder Kurzatmigkeit? Warum nicht vor Krebs, Gicht oder Rheuma? Immer mehr Deutsche sehen aus wie Berge, an allen Ecken schwabbelt es, darüber sprechen sollte man aber nicht. Fatshaming ist das neue Wort, das die Dicken aufatmen lässt. An und mit dem Virus sind in wenigen Monaten wenige Deutsche verstorben, an den Folgekrankheiten der falschen Essgewohnheiten sterben etliche Hunderttausend. Darüber sprechen darf man nicht, die Dicken schämen sich, das muss man schon verstehen. Also ich verstehe das ganz und gar nicht. Es ist heuchlerisch, wegen einem kleinen Virus so einen Affentanz aufzuführen, die wirklich gefährlichen Dinge aber totzuschweigen. Die Fälle von Lungenkrebs, die vielen Übergewichtigen, die sich kaum noch rühren können, die schweren Folgeerkrankungen von Handlungen, über die man kaum noch sprechen darf. Das Ungleichgewicht zwischen einem kleinen Virus und dem eigenen Verhalten ist offensichtlich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. DGE hat den 14. Ernährungsbericht veröffentlicht. Die Lage ist dramatisch. Viel dramatischer, als es die hysterische Pandemie sein konnte. Wir wissen alle, dass man von Salat nicht zunimmt. Wir wissen alle, dass es ein selbstgewähltes Schicksal ist, wenn man zu dick ist. Die Gründe sind sicher vielfältig, das Ergebnis aber immer gleich. Übergewicht macht krank. Noch vor kurzem war ein zu großen Teilen krankes und überwichtiges Volk im Gesundheitswahn, aber an sich selbst will man nichts nach wie vor nichts ändern. Ein sehr ungesundes Volk lenkt sich mit eingebildeten Ängsten ab, anstatt sich über die Gesundheit einmal ernsthafte Gedanken zu machen. Die doppelte Moral, die hier offensichtlich wird, die finde ich sehr bedenklich. Der österreichische Journalist Osterkorn sagte einmal: Wer die Welt verändern will, der kann auch bei sich selbst und seinem täglichen Essen anfangen. Übermäßiger Fleischkonsum macht nicht nur fett und krank, sondern ist auch mitverantwortlich für Massentierhaltung, Treibhauseffekt und Umweltzerstörung. William Shakespeare, ein englischer Dramatiker um die 1560 herum, sagte: Am meisten Unkraut trägt der fetteste Boden. Hieronymus, ein Kirchenvater und Theologe um das Jahr 340, sagte: Ein fetter Bauch bringt keine zarten Empfindungen hervor. Und der deutsche Journalist Kurt Tucholsky sagte einmal: Dicksein ist keine physiologische Eigenschaft, das ist eine Weltanschauung. Die kleine Sonne in uns.
Die alten Ägypter vor ca. 4500 Jahren glaubten, dass jeder Mensch eine kleine Sonne in sich trägt. Buddha lehrte, dass ein jeder Mensch selbst ein Buddha werden kann, der die Buddha-Natur in sich trägt. Die altägyptische Religion beeinflusste den christlichen Glauben zum Teil sehr stark. Auferstehung, Jungfrauengeburt und die heilige Dreifaltigkeit gab es bereits im alten Ägypten. Wichtige Geschichten der Bibel spielen bei den Pharaonen. Die Verbindungen sind reichhaltig. Große Teile unserer heutigen Kultur bauen in ihrem Ursprung auf einer altägyptischen Urweisheit auf. Der Kult um den Tod der Pharaonen prägte die Geschichte des Abendlandes. Die Faszination, die gerade die Mumien in Europa auslöste, ist nie mehr vergangen. Der biblische Monotheismus könnte seinen Ursprung im Kult um die Sonne und um den Pharao Echnaton haben. Wenn die Mythologie der Ägypter einen starken Einfluss auf die Europäer ausübte, dann könnten Teile der altägyptischen Vorstellungswelt auch einen Einfluss auf die Glaubenswelt der Asiaten gehabt haben. Hartnäckig hält sich die Auffassung, dass der Kampfsport erst durch Alexander den Großen und seine Krieger nach Asien gekommen sei. Als König der Makedonen marschierte er 332 vor dem Jahr 0 in Ägypten ein. 6 Jahre später führte er dann den Indienfeldzug. Da war der historische Buddha Siddhartha Gautama zwar bereits über 170 Jahre verstorben, es fragt sich aber, ob durch kulturellen Austausch vielleicht schon früher altägyptische Vorstellungen auch in die indische Glaubenswelt ihren Einzug hielten. Jedenfalls kam der ägyptische Einfluss dann durch die Feldzüge des Alexander auch über die historischen Nachfolger des Buddha. Da die Worte Buddhas erst lange Zeit nach seinem Tod niedergeschrieben wurden, ergibt sich wenigstens die Möglichkeit, dass die verschiedenen Kulturen hier teilweise vermengt wurden. Nach der Seelenvorstellung der alten Ägypter bedeutet der Tod eines Menschen ein neuer Anfang. Hier dringen sich durch die Annahme eines vergöttlichten Achwesens Parallelen zur Lehre der Erleuchtung auf. Der altägyptische Glaube an die Wiedergeburt ließ die Menschen unglaubliche Leistungen vollbringen. Die Wiedergeburt ist ebenfalls ein zentrales Element des Buddhismus. Die Bezeichnung des Pharaos war Sohn des Re, Sohn der Sonne. Jeder Ägypter hatte nach der damaligen Vorstellungswelt eine kleine Sonne in sich, die es zu pflegen und zu bewahren galt. So wie in der buddhistischen Philosophie die Erleuchtung in jedem von uns liegt, nur entdeckt werden muss. Unstreitig sind alle Kulturen dieser Welt mehr oder weniger miteinander in Berührung gekommen. Mythologien und Glaubenssätze wurden durchmischt. So forschte bereits der Orientalist Professor Dr. Peter von Bohlen über eine entsprechende Vermischung der Religionen. Nach dem Lehrer aller Lehrer gab es vor ihm und natürlich auch nach ihm erleuchtete Menschen. Die Ursprünge dieser Weltanschauung liegen vielleicht weit zurück in der Geschichte der Menschheit. Die kleine Sonne in jedem von uns gilt es wieder zu finden, in jedem Leben neu zu entdecken, sowie die Erleuchtung, die das zentrale Element der Lehre Buddhas darstellt. Im altägyptischen Totenbuch steht: Ich bin das Gestern, das Heute und das Morgen, und ich habe die Macht, auch ein zweites Mal geboren zu werden. Ich bin die göttliche verborgene Seele, die die Götter schuf und die Bewohner der Tiefe, des Ortes der Toten und des Himmels versorgt. Weiters steht im ägyptischen Totenbuch: Was man benennen kann, das kann man wissen. Was man aber nicht benennen kann, das muss man leben und glauben. Ein Mensch, der sein Ende kennt, spürt das Leid von morgen, aber die Freude von heute. Er schaut zum Himmel und lebt ohne Reue. Er trauert und deshalb ist er ein Mensch. Er wird das Herz und die Zunge Gottes. Aus der Sterblichkeit schafft er etwas Unsterbliches. Warum muss das gerade mir passieren? Das fragen sich die Menschen häufig. Warum gerade ich? Wer sonst? Warum nicht ich? Das wären die richtigen Fragen. Mit etwas mehr Zuversicht können wir die Dinge ganz schnell völlig neu bewerten. Was gestern noch schlecht erschien, das kann sich heute als Glücksfall erweisen. Herodot, ein griechischer Geschichtsschreiber, sagte dazu: Dem Menschen ist es doch nicht gegeben, abzuwenden, was ihm bestimmt ist.
Die griechische Sopranistin Maria Callas sagte, es gibt Leute, die zum Glücklichsein geboren wurden und andere, die zum Unglücklichsein bestimmt sind. Ich habe einfach Pech gehabt. Und Charles Bukowski, ein amerikanischer Dichter und Schriftsteller, sagte, da man aber nicht immer nur schreiben kann, gab es große Lücken zu füllen. Ich füllte sie mit Scotch, Bier, Ale und Frauen. Mit den Frauen hatte ich meistens Pech und die Folge war, dass ich mich stark aufs Trinken konzentrierte. Das Wohlbefinden. Immer häufiger beklagen die Menschen gerade mentale Probleme. Das Wohlbefinden weicht Gereiztheit, Nervosität und echten psychischen oder seelischen Störungen. Kein Wunder bei den Schreckensnachrichten, die uns neuerdings ständig begleiten. Wichtig ist, sich nicht runterziehen zu lassen, im Leben positive Aspekte zu fördern, negative Dinge auszublenden. Was würde dir jetzt so richtig gut tun? Stelle dir das einmal in deinen Gedanken vor, lebe es gedanklich durch, in allen Einzelheiten. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte, weißt du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig. Geht das nicht, so sei vergnügt. Der indische Autor Deepak Chopra sagte zu einem ähnlichen Sachverhalt, verunreinigen Sie Ihren Körper nicht mit Giftstoffen, weder durch Essen, Trinken noch durch toxische Emotionen. Ihr Körper ist nicht nur ein Unterhaltungssystem des Lebens, es ist das Fahrzeug, das Sie auf die Reise Ihrer Entwicklung mitnimmt. Die Gesundheit jeder Zelle trägt direkt zu Ihrem Wohlbefinden bei, denn jede Zelle ist ein Punkt des Bewusstseins, innerhalb des Bewusstseinsfeldes, das Ihr ist. Und der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson sagte vor etwa 200 Jahren, der erste Reichtum ist Gesundheit. Beweggründe. Hast du dir schon einmal überlegt, warum du etwas tust? Warum ist dies oder das so wichtig für dich, während andere Dinge oder Menschen an dir einfach vorübergehen? Der Mensch hat für seine Taten und Handlungen nur zwei wirkliche Motive, Liebe oder Angst. Was tun wir nicht alles aus Liebe? Zu den Kindern, zum Partner, zur Heimat, zur Arbeit, die Liste lässt sich ewig fortsetzen. Wenn du so darüber nachdenkst, während du meine Zeilen hörst, was hast du aus Liebe nur heute getan? Und was tun wir nicht alles aus Ängsten? Die Angst, den Job zu verlieren, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Angst vor Viren, die Angst vor, egal was, auch diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ja, welche Ängste könntest du benennen? Was hast du nur heute aus Angst getan? Hinter all unseren Motiven stecken simple Gefühle, Angst oder Liebe, jedoch sind Gefühle nicht immer die besten Ratgeber. Mach doch einfach einen gedanklichen Schritt zurück, prüfe, warum du jetzt etwas tun willst. Kennst du die Geschichte von dem alten Ehepaar, das jeden Morgen zwei Brötchen kauft, die der Ehemann dann halbiert? Er gibt jeden Tag seiner Frau die beiden oberen Hälften, die er so gerne mag, die er aber lieber seiner Frau gibt. Er isst die unteren Hälften, die er nicht so mag. Nun, seine Frau mag aber die unteren Hälften lieber, aber aus Liebe sagt sie nichts, isst die Hälften, die der Mann ihr gibt. Beide geben aus Liebe die für sie besseren Stücke dem Partner. Nach 40 Jahren der Ehe lassen sich die beiden scheiden, als Grund geben sie an, dass der Partner egoistisch sei. Kennst du die Geschichte von der Frau, die ganz fürchterlich Angst vor dem Zahnarzttermin hat? Aber die Schmerzen sind so stark, also macht sie schließlich doch einen Termin. Je näher der Tag rückt, umso größer wird ihre Angst. Sie bekommt Schweißausbrüche, ihr wird mulmig, die Zeit will nicht vergehen. Sie macht alle möglichen Dinge, um sich abzulenken. Als sie zum Termin aufbrechen muss, wackeln ihre Knie, sie schafft es kaum die Treppe hinab. Im Wartezimmer rutscht sie auf dem Stuhl hin und her, die Zeitschriften bringen auch keine Ablenkung von den Ängsten. Als die Zahnarzthelferin sie aufruft, möchte die Frau am liebsten wegrennen, ihre Angst ist übermächtig. Kaum sitzt sie im Stuhl, kommt auch schon der Arzt, schaut sie beruhigend an und sagt freundliche Worte. Dann geht alles ganz schnell, sie bekommt eine Spritze, er sagt, sie soll sich entspannen. Der Bohrer surrt, die Hände krallen in den Stuhl, der Arzt und die Helferin reden auf sie ein, die Ängste werden surreal. Da sagt der Arzt, wir sind fertig, es war nicht so viel zu tun. War es denn schlimm?
Sie antwortet, nein, es ging, danke. Als sie zu Hause ankam, setzte sie sich erst einmal hin. Die Ängste waren natürlich weg, sie war nicht mehr verspannt. Warum hatte sie sich nur so geängstigt? Alles, was wir tun, machen wir aus Angst oder aus Liebe. Denkt doch heute einfach mal darüber nach. Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi sagte, es ist nicht der mutig, der keine Angst hat, sondern der, der seine Angst überwindet. Der spirituelle Lehrer Jiddu Krishnamurti sagte, Liebe ist keine Reaktion. Wenn ich dich liebe, weil du mich liebst, gibt es eine einfache Sache, die auf dem Markt gekauft werden kann. Das ist keine Liebe. William James, ein US-amerikanischer Psychologe und Philosoph, sagte, man flieht nicht, weil man Angst hat, sondern man hat Angst und weil man flieht. Ein libanesischer Dichter, Khalil Gibran, sagte, Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Wer ist denn bitte Mann? Das wird man doch noch sagen dürfen. Man wusste das schon vorher, man weiß ja nie, man hat es kommen sehen. Mann ist bitte wer? Mann ist nicht mutig, wenn Mann sich hinter Mann versteckt. Ich mit Mann zu umschreiben, ist das Verbergen des eigenen Ichs. Man nehme zwei Eier, man muss mal sehen, man weiß das. Mann ist das ultimative Verbergen, das Verstecken hinter dem namenlosen Mann. Ich weiß, wer Mann ist. Ich weiß, wo man wohnt. Der deutsche Fußballlehrer Florian Kohfeldt sagte, ich fühle nur noch Leere. Aristoteles, ein griechischer Philosoph, sagte, kein großer Verstand hat jemals ohne einen Hauch von Wahnsinn existiert. Und Paulo Coelho, ein britischer Schriftsteller, sagte, wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, der sollte es mal mit Routine versuchen. Die ist tödlich. Lebensgewohnheiten, das bin ich so gewohnt, das haben wir schon immer so gemacht. Kommt dir das bekannt vor? Der französische Schriftsteller Jean Cocteau sagte einmal, die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Aus liebgewordenen Kleinigkeiten entstehen Gewohnheiten, die uns in der Folge von den Dingen abhalten, die wir wirklich erreichen möchten. Kannst du dir für dich die Schlüsselmomente bestimmen, die später zu wichtigen Gewohnheiten in deinem Leben wurden? Heute ist ein guter Tag. Hinterfrage dich, welche Lebensgewohnheiten nützlich sind und welche weg können. Chips auf dem Sofa oder ein kurzes Workout vor dem Abendessen. Du bestimmst die Gewohnheiten, du hast die Wahl. Und damit bestimmst du dein weiteres Leben. Der römische Dichter Ovid sagt, der nichts ist mächtiger als die Gewohnheit. Der französische Dichter Sully Prudhomme sagte, Handwerk ist durch Gewohnheit erlangte Geschicklichkeit. Und Gaius Julius Caesar sagte, Gewohnheit ist Meister über alle Dinge. Richtig oder falsch? Was ist richtig, was ist falsch? Schnell sind wir mit einem Urteil bei der Hand, aber was der eine völlig richtig findet, ist für den anderen einfach komplett falsch. Der Weg Buddhas aber war der Weg der Mitte. Anstatt zu überlegen, was richtig oder falsch ist, sollten wir uns Gedanken machen, wo die Mitte zwischen den beiden Positionen liegt. Die Lösung, die zum Ziel führt, die ist immer in der Mitte zu finden. Paul Arden sagte, es ist falsch, richtig zu sein, es ist richtig, falsch zu sein. Kurt Tucholsky sagte, alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur zwar oder aber, das ist nie richtig. Und die österreichische Erzählerin Marie von Ebner-Eschenbach sagte vor etwa 200 Jahren, je kleiner das Sandkörnlein ist, desto sicherer hält es sich für den Mittelpunkt der Welt. In eigener Sache. Wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Shaolin-Tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen. Möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe.
Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch, meine Hörer, wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas. Mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein. Ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin-rainer.de erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Wenn du mit mir in Kontakt kommen willst oder meine sozialen Medien dich interessieren, dann schau doch einfach unter shaolin-rainer.de. Da findest du auch ein Formular, mit dem du mit mir in Kontakt treten kannst. Ich bemühe mich, wirklich alle Zuschriften zu beantworten. Tausend Dank und frohe Ostern!